Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Ja, lange ist es her, wo ich das zum letzten Mal gesagt habe, aber jetzt ist endlich der DLC da. Ich finde es relativ süß, dass ich das ja schon prophezeit habe, dass es irgendwann DLC geben wird. Jetzt ist der DLC da. Und ja, das ist natürlich erst der erste Teil, die Rüstungsinsel. Später kommt noch irgendwas raus, was sich dann um den Winter dreht, was auch ziemlich lustig ist, weil es auch im Herbst oder so, Ende Herbst rauskommt und es dann wieder schon gegen Winter geht. Aber gut, die Rüstungsinsel wird wahrscheinlich ein sommerlicher Ferienort sein. Who knows? Hier steht eine kurze Info. Du hast den Rüstungspass erhalten. Zeige ihm dem Personal am Brassberry Bahnhof, um zur Rüstungsinsel zu reisen. Dort erwartet dich ein neues Abenteuer, auf dem du seltene Pokémon fangen und zusammen mit deinem Pokémon-Team wachsen und stärker werden kannst. Kriegt man hier auch noch so einen netten Pass? Sehr süß. Okay. Dann reisen wir mal da hinten. Brassberry, also ganz zu Anfang. Also, wie ich das gehört habe, kann man da auch schon zu Beginn des Spiels hin. Also, wer sich jetzt dazu entschließt, sich das Spiel noch zu kaufen, dann kann man, sobald man Brassberry erreicht hat, natürlich auch schon dorthin. Und ja, die Gegner, beziehungsweise die wilden Pokémon richten sich nach dem, wie viele Orden man eben halt schon eingesammelt hat. In meinem Fall sind es natürlich alle Orden. Und in meinem Fall habe ich auch ein neues Team zusammengestellt, nicht wundern. Denn die Pokémon, die ich damals schon verwendet hatte, sind alle Level 100. Das wäre ein bisschen langweilig. Deswegen, ja, werden wir uns mit diesem Team erstmal ein bisschen vergnügen. Kann mal sein, dass ihr da sehr viele austauscht, dass ich da durchswitchen werde. Je nachdem, wie viele neue Pokémon da erscheinen, wenn mir eins irgendwie ins Auge springt, was ich unbedingt haben möchte, dann nehme ich das natürlich auch ins Team auf. So, jetzt müssen wir erstmal den Bahnhof suchen. Lang ist es her. Ich weiß noch nicht, wo der Bahnhof ist. Also, schön. So, na, passiert jetzt hier irgendwas? Ja. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten eure Fahrgäste, die im Besitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Mann, die sieht aus wie die von Demon Slayer. Ist das? Könnte ich bitte einen Blick auf... Ach nee, er sagt der. Könnte ich bitte einen Blick auf ihren Rüstungspass werfen? Nee, aber natürlich, hier ist er. Vielen Dank, Moment bitte. Ein neues Phlegmon. Gala Phlegmon, so sieht's aus. Oh, ein Phlegmon. Oh je. Da hat sich wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. Okay. Jo, was hast du auf dem Kopf? Hat dir jemand einen Streich gespielt oder was? Warum hast du gelbe Farbe auf dem Kopf? Ich hoffe, es ist gelbe Farbe, nichts anderes Gelbes. Du bist doch Pokémon-Trainer, oder? Wenn Phlegmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Seid euch zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Ja, kann man mal probieren, ne? Aber das Ding ist, ich kann es nicht schwächen. I guess. Ich weiß nicht, welches Level das ist. Ich denke, die Pokémon sind zu hoch. Ah, Level 12, ja. Ich denke, mit Schwächen geht das wohl nichts. Hoffen wir mal, dass ein Flottball ausreichen wird. Ja, Flottball, komm schon, bleib drinne, bitte. Eins. Ja, sehr gut. Wir haben das Gala Phlegmon gefangen und der Bahnhof ist wieder in Sicherheit. Genau darauf hat doch die Welt gewartet. Oh Gott, es gibt gar keine Erfahrungspunkte einfach. Nein, nicht immer tief, ich versuche, ich bin Level 12er Pokémon. Will ich nur verlieren. Oh, mein. Vielen Dank. Du hast dafür gesorgt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Wow, wie toll. Wie du das Phlegmon eben eingefangen hast, war echt total cool. Entschuldigen Sie die Verzögerung, an Ihrem Rüstungspass nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab.
Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Man kennt es. Deutsche Bahn lässt grüßen, das ist immer so scheiße. Die umsteigen und so. Und dann hat sich ein Zug verspätet und dann kriegt man den Anschlusszug nicht und darf eine schöne Stunde beim Bahnhof warten. Alles klärchen. Ich mache mich dann auf den Weg zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja dann wieder. Ciao! Die ist irgendwie witzig. Ich mag die. Geht auch das Gift-Outfit. Das ist wahrscheinlich eine Gift-Arena-Leiterin, die sie irgendwie zurückgezogen hat oder die dort vorzufinden ist. Who the fuck knows? Weil wir haben ja auch schon dieses Gift-Outfit. Sagt der jetzt noch was? Na du, ist ein Rüstungspass. Rüstungspass kannst du zur Rüstungsinsel reisen. Naja, und später kommt dann noch die andere Station hin. Also Ende Herbst wahrscheinlich. Naja, da müssen wir uns so ein bisschen gedulden. Oh. Na, guck an. Oh, jetzt werden wir irgendwo anders hin transportiert. Oh, guck an. Ja, ein bisschen was ist da zu tun. 15 Parts. Wird auf jeden Fall ein kleines Let's Play. Was heißt kleines Let's Play? Das Let's Play geht halt weiter. Ja, größer als erwartet auf jeden Fall. Mal schauen. Hey, du da, du siehst mir aus, als sei das dein erster Besuch auf der Rüstungsinsel, stimmt's? Ich erforsche die Lebensweise der Pokémon auf dieser Insel. Weißt du was? Zeig mir doch mal dein Pokédex. Ich werde ihn aktualisieren, damit du die hiesigen Pokémon darin registrieren kannst. Oh ja, und neues Windows-Update. Ja, neues Windows-Update. Juhu. Ja. Es würde mir bei meiner Forschungsarbeit sehr helfen, wenn du möglichst viele Pokémon fangen und mir ihre Pokédex-Einträge zeigen würdest. Ich werde dir nicht zeigen. Es bleibt ein Geheimnis. Soll ich das selber... Wie die rübergestielt hat, so. Soll ich das selber versuchen, das hinzubekommen? Als ob ich alle Pokémon fange. Eigentlich bin ich hier, um den Dojo dieser Insel beizutreten, aber da treibt sich so eine seltsame Person von der Station um. Aha. Du meinst doch wohl nicht etwa mich? Ah. Es kommt schon zu einem Wiedersehen, das ging ja schnell. Oh, da bist du ja, pünktlich auf die Minute genau. Nicht schlecht für dein Alter. Du, sag mal, kennen wir uns nicht vor irgendwoher? Wir haben uns eben gerade gesehen. Na, ist ja auch egal. Ich bin auf jeden Fall die Sephora. Da ich schon länger dabei bin als du, kannst du mich auch gerne als deine Mentorin ansehen. Hier muss eine Verwechslung vorliegen. Also echt, du weißt schon, es geht um das Master Dojo, dem du heute beitreten sollst. Master Dojo? Krieg ich da das Master Sword? Link wäre stolz auf mich. Was soll das? Macht sich dieses Früchtchen etwa über mich lustig? Über mich, die in allen Punkten perfekte zuckersüße Sephora? Okay, kämpfen wir auch erstmal, um zu sehen, auf welchen Stand du bist. Ich warte hier draußen auf dich. Alles Klärchen. Komm einfach raus, wenn du bereit bist. Ich bin bereit. Mann, ich weiß doch jetzt nicht, was die für Pokémon hat. Ich weiß nicht, welches Level die sind. Oh Mann, das ist jetzt so schwer einzuschätzen. Der werde ich zeigen, aber so richtig. Oh, das ist so schwer für mich jetzt einzuschätzen, Leute. Ich dachte mir so, 80er-Bereiche sind okay. Because... Es ist slightly über den Level von den Champ. Ja, der ist Level 94, aber es ist halt nur... Caesar, ne? Es ist halt nur Caesar, er hat nicht die besten Werte. Naja, schauen wir mal. Was sagt der noch? Willkommen, Champ. Möchtest du was kaufen? Wie viel habe ich denn? 41, das reicht erstmal noch. Das reicht erstmal noch. Nee, ich denke, wir schaffen das schon. Los geht's! Fight me, if you can. Oh, da hinten sehe ich schon das Dojo. Und Strand. Mit den Fleckmons.
Ja, hat das so ein bisschen chinesischen Stil? Oder asiatischen Stil? Hihi, du siehst so aus, als wärst du zum ersten Mal auf der Rüstungsinsel. Dir juckt das bestimmt in den Fingern, dich hier so gründlich umzusehen, was? Aber zuerst musst du mir zeigen, was du so drauf hast. Als deine Mentorin im Master-Dojo. Während ich mir jetzt ansehe, was du drauf hast, mach dich auf was gefasst. Let's see. Bin ich mal gespannt, welche Level die hat. Toxipad. Na, guck mal. Das scheint ja nicht so gefährlich zu sein. Das ist bloß ein kleines Kräftemessen. Also werde ich dich nur sachte verprügeln. Okay. 60. Ja. Ich glaube, du hast keine Chance. Du kannst deine Sachen packen und gehen. Sorry. Not like this. Deine Mentoren zeige ich dir jetzt, wie man kämpft. Ja, aber nicht mit diesen Pokémon, okay? Oh, ich weiß es nicht. Das ist bestimmt das Gala-Fleckmon. Und ich weiß nicht, was das Gala-Fleckmon für eine Typkombination hat. Was? Das bin ich gedreht. Geh mal einfach davon aus, dass es Psycho ist. Also Käfergebrumm. Ja. Shit, ich muss die Animation wieder anmachen, fällt mir gerade auf. Das mache ich gleich mal. Pass auf, mein nächstes giftiges Pokémon will... Nanu, ich hab keins mehr. Tolle Arena-Leiterin oder Dojo-Leiterin. Ey, nur zwei Pokémon, das ist ja wohl ein Witz. Denkt, wer weiß, was sie ist. Was? Momentchen, stopp. Ist das gerade wirklich passiert? Uiuiui, die sind ganz schön heftig drauf. Wenn so ein starker Trainer im Dojo beitritt, dann sinkt mein Stern am Trainerhimmel. Ich muss unbedingt sie loswerden, aber ich habe den Auftrag, sie abzuholen. Hank, ist die cool, ne? Liebenswert. Dir ist schon klar, dass ich mich absichtlich zurückgehalten habe, oder? Aber du machst dich ganz gut als Trainerin. Es ist nur so, unser Dojo kann schon eine ziemlich lange Geschichte zurückblicken. Selbst Champdelia, eine Unschlagbare, hat in diesem Dojo trainiert. Und ich habe ihn geschlagen. Doch für jemanden auf deinem Niveau, naja, das könnte etwas zu viel für dich werden. Verstehst du, wie wär's also, wenn du einen großen Bogen um unser Dojo da hinten machst und nach einer kleinen Sightseeing-Tour brav wieder nach Hause fährst, hm? Ich geb dir auch das hier. Bin ich nicht lieb? Style-Karte? Das klingt cool. Wer diese Karte bei sich trägt, erhält in Boutiquen, Friseursalons eine größere Auswahl. Oh, das ist cool. Das ist ja genau mein Ding. Damit steht ihr in Boutiquen und Friseursalons eine größere Auswahl offen. Ja gut, dann. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Oh, da möchte ich jetzt am liebsten sofort hin. Ihr wisst doch, ich style das immer so gerne. Ich teile doch immer gerne den Charakter um und alles, Mann. Das hält mich jetzt am meisten, muss ich schon sagen. Oh, da hinten könnte es gut sein. Ja, also was wir jetzt machen, ist die Animation einzuschalten und dann gucken wir mal, was. Och, Part ist auch noch gar nicht so lange. Ich dachte, es ist schon länger. Aber das ging dann doch sehr, sehr schnell. Animation an. Ja, ich habe das fürs Level natürlich ausgemacht. Soll uns aber nicht weiter stören, jetzt sind's ja wieder an. Galanusszweig. Ein Zweig eines Baumes namens Galanus, der in Teilen der Galar-Region wächst, verdient als Material zur Herstellung von Schmuck für ein bestimmtes Pokémon. Wie habe ich das denn zu verstehen? Und ein Riesenpilz. Ja. Okay. Galafleckmon interessiert mich ja nicht. Habe ich ja eben schon im Bahnhof gefangen. Na, ach, Pummeluff! Pummeluff! Ich weiß jetzt nicht, ob ich Pummeluff herausfordern möchte. Ich denke nicht. Oh, aber Scharniera möchte ich herausfordern. Aber erstmal rütteln wir ein bisschen. Scharniera wird herausgefordert. Ja, ja, aufhören, das reicht. Hallo, Scharniera. Nein, was? Scharniera! Ach komm.
mich so auf dich gefreut. Das finde ich jetzt aber nicht nett. Das finde ich wirklich nicht nett. Ey, Shanira ist einfach abgehauen. Mann. Ich werde natürlich das Areal auch wieder sehr gründlich erkunden. Ihr kennt mich. Aber scheiß doch immer zum Dojo zuerst. Wenn ich das schon so höre. Nein, geh bloß weg von Dojo. Naja. Guck, die sind Level 60. Yes! Ich dachte mir so, probier's mal und es hat funktioniert. Remoraid, selbst aus 100 Meter Entfernung treffen die Wassersalven, die es mit seinem Maul abfeuert, ihr Ziel. Ja, Remoraid, natürlich auf die PC-Box. Juckt uns nicht weiter. Hallo, hallo. Na komm. Wer ist so anhänglich, der alte Playboy-Hase? Dann soll er mal kommen. Ja, Haspiro ist, glaube ich, auch jetzt hier zu fangen. Natürlich ihr altbekanntes Pokémon, Diamond and Pearl, wird zu Schlappohr. Ist mir jetzt nicht so direkt ins Auge gestoßen, weil wir ja schon Skoppel und Grabbits hatten, aber natürlich ist das hier ein anderer Hase. Haspiro, das Hasen-Pokémon, sind seine beiden Ohren aufgerollt, deutet das darauf hin, dass es ihm körperlich oder psychisch nicht gut geht und es Zuwendung braucht. Wie bei mir. Ist bei mir nicht anders. Ach ja. Shanira! Dann kein Shanira. Was willst du machen? Nein, Bubbeluff. Bubbeluff? Na komm. Mann, Shanira war, glaube ich, voll selten und ist jetzt einfach weg. Naja. Kann man wohl nichts machen. Oh, Leute, ich brauche, glaube ich, mehr Flottbälle. Ich kann die doch sonst nicht schwächen. Ich glaube, der ist sofort drin. Ja. Sehr schön. Schiedlipuff. Natürlich nenne ich das Hungry Box. Nach dem berühmten Super Smash Bros. Melee Pummeluff-Spieler. Pummeluff, das Ballon-Pokémon. Sein Lungenvolumen übersteigt das der meisten anderen Pokémon. Er singt so lange Schlaflieder, bis seine Gegner eingenickt sind. Nein! Ich bin doof. Hungry Box, H-Box. Ja, da kommt die Smash-Spielerin in mir raus. Ist klar. Man kennt das. Hier am Strand wollte ich gerade sagen, da hat bestimmt die Strömung irgendwas angespült. So ist es. Kingler? Dein fucking Ernst? Let's go! Ein Kingler. Auch nicht schlecht. Ja, hier am Strand natürlich sehr viele Wasserpokémon. Ich probiere es mal mit Flottball, aber ich denke, dass es nicht funktionieren wird. Das Kingler ist. Yes! Oh mein Gott, ich hab so ein Glück! Ich hab so ein Glück! Mann! Das ist doch Kingler. He's the King. Kingler, das Kneifer-Pokémon, die Kraft seiner großen und harten Schere entspricht 10.000 PS. Durch die Größe ist sie aber auch äußerst unhandlich und sperrig. Kingler soll keinen Spitznamen bekommen. Warum auch? Er ist ja schon der King. So, sind hier die gleichen Pokémon? Ja, sieht so aus. Man sieht die Haspiros. Oh, dahin scheint ein Raid zu sein. Ich weiß gar nicht, wie ich das handhaben soll. Weil ich könnte jetzt...
durchspeeden, erstmal storymäßig. Und dann das Areal erkunden, aber ich denke, ich mach so einen Mischmasch. Ich hoffe, das ist auch in eurem Sinne. Mini-Pilz! Ja, ja, ja. Ah, guck. Ach, Wuffels ist das, glaube ich. Ja, am Strand würde ich ganz gerne mal schauen. Oh, krass! Agostella. Habe ich aber schon. Ein Starmy. Ja, in der Tat, hier liegt noch was. Vor allem, ich könnte ja auch da ganz hinten hin, ne? Ich glaube, die fernen Ufer und so, die erkunden wir erst später. Oh, da hinten scheint auch noch ein Item zu sein. Aber erstmal ein Raids. Schlappohr. Ich probiere das jetzt mal. Könnte aber ziemlich schwer werden. Ich weiß nicht, wie heftig der Raid jetzt ist. Aber ich habe halt jetzt kein Enginalos oder sowas, ne? Ist nur Marithelit. But let's try it. Mal schon hier beißen. Dünner Schwarm. Ja, gucken wir mal. Und dann wollen wir auch noch ein bisschen erkunden. Wenigstens, dass wir noch das Dojo erreichen und im nächsten Part betreten wir das Dojo. I guess. Ich weiß ja nicht, wie weit das weg ist. Ich sollte vielleicht mal auf die Karte schauen, hä? Ey, das hat übelst viel Damage gemacht. Ja, scheint wohl ein leichter Dünner Raid zu sein. Soll mir auch recht sein, ganz ehrlich. Umso besser ist es. Weil das jetzt der übelst schwere Raid gewesen wäre, hätte ich halt Enginalos gebraucht und keinen Bock, jetzt den extra wieder aus der Box zu holen. Ihr kennt mich, ich bin eine ganz faule. Nein, jetzt kommt diese blöde Leiste da. Man kennt das. Oh, was ist das denn cooles? Lebenstropfen? Halt die komplette Party, das ist ja krass. Oh, wohin genau? Konter nur ein Leist weg, though. Nicht gut. Gucken, ob wir mehr Leisten abzocken können. Mit der Käferattacke. Oh, warum ist das so oft dran? Hilfe! Fucking Dünner Raid! Na komm schon! Ja! Der Schild ist gebrochen. Das macht jetzt natürlich auch wieder extra viel Schaden, ne? Ja! Und die Verteidigung, Spezialverteidigung sinken. Das heißt, unsere Mates machen mehr Damage. Amnesie, mach doch Schaden, Junge! Junge, mach doch Schaden, wo ihn genau. Moin, genau. Oh Mann, das ist doch doof. Immerhin ist Togepi nicht paralysiert gewesen. Scham auf Kaputzi, solange ich nicht davon betroffen bin, ist mir alles recht. Oh, ich hoffe, der Schild kommt nicht nochmal. Oh, no. Zum Glück haben wir ein sehr hohes Level. Nein! Initiative steigt. Naja, der fängt ja sowieso irgendwie mal. Das müsste ausreichen. Ja! Schlappohr macht schlapp. Ich probiere es mit einem Fangversuch, aber ich kann natürlich für nichts garantieren. Hyperball hat, glaube ich, die besten Chancen. Let's go! Komm schon! Okay. 3 und. Yes! Ich hab ein Schlappohr gefangen! Na. Ja. Ist doch ganz nice. Und dann bekommen wir wieder ein paar Sachen. Oh, sogar Triplette. Cool. Nicht schlecht.
Schlappohr, das Hasen-Pokémon, Schlappohr behält seine Umgebung stets im Auge. Wenn Gefahr im Verzug ist, setzt es sich mit vernichtenden Tritten zur Wehr. Trotzdem kein Kampf-Pokémon. Ihr seht, es ist nur normal. Voll normal, der Digga. So. Ja, guck, da hinten ist ja auch schon das Dojo. Das betreten wir dann im nächsten Part. Dennoch möchte ich da hinten dieses Item mir noch holen. Und mich hier tatsächlich doch noch ein bisschen umschauen. Oh, das ist auch noch so eine Höhle. Es gibt so viel zu erkunden heute. Ich denke, wir gehen erstmal ins Dojo. Haben schon so viel erkundet. Ich denke, ich werde so eine Mischmasch Balance halten. Sprich, ein paar Story, ein paar Erkunden. Ich denke, das ist ganz gut. Heute haben wir erkundet. Wir haben die Sophora besiegt. Und beim nächsten Mal gibt es dann Story. Ich denke, das ist der beste Weg, um das in Balance zu halten. Das Meer da hinten ist so weitläufig. Das wird halt Spaß. Ich bin ja nicht so ein Fangirl vom Wasserhut, ne? Dick. Dick? Dick, dick. Dickter! Oh, Dickter, hier steckst du also. Haha, du kleiner Ausreißer. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht. Dick! Immer dies Dick. Denkt da schon wieder zweideutig. Danke, dass du meinen Dickter gefunden hast. Ist das ein Alola-Dickter? Ja, mit der Donald Trump-Strähne. Oh, wer hätte gedacht, dass ich hier jemanden treffe, der sich mit Regionalform auskennt. Und das sagt diejenige, die Sonne und Mond nicht gespielt hat. Yay! Du liegst goldrichtig. Dieses Dickter stammt aus der Alola-Region. Während meiner Reise durch Alola hat es mich mit seinen drei goldenen Härchen einfach völlig verzaubert. Deswegen habe ich vor meiner Abreise so viel von ihnen gefangen, wie ich nur konnte. Aber als ich nur einen kleinen Moment lang unachtsam war, haben sie sich alle in die Himmelsrichtung vergraben. Dick, dick! Ich habe so meine Probleme damit, sie zu finden. Sich unter der Erde verstecken. Du scheinst dafür eine Spürnase zu haben. Würdest du mir einen Gefallen tun und auch die anderen Dickter suchen? Das ist unheimlich nett von dir. Mir fehlen regelrecht die Worte. Du hast bisher eins, mein Dickter, gefunden. Das bedeutet, es fehlen noch 150. Was? 150 Pokémon? Ja, das sind wirklich viel. Doch ich will Pokémon-Meister sein. Das ist mein Ziel. Das haben sie extra so gewählt. Ja, die goldene Krux, weißt du? Ey, ohne Scheiß. Falls du eins zu ihnen findest, schick es bitte zu mir zurück. Wir sind jetzt nur an der Rüstungsinsel, oder? Oh, die versuche ich natürlich da auch alle zu finden, Leute. Pain in the ass. Alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit. Ja, Fahrrad! Hier ist bestimmt noch was. Richtig, ein Pokéball. Ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin. Man nimmt, was man kriegen kann. Was ist da noch ein Dick da? Ja, da habe ich doch was gesehen. Naja. Ach, da stand's. Es gibt 17 Dickters in Gruselfil. Wie hieß das so? Wie heißt das so? Oh Leute, die alle zu finden, das wird ja ein Spaß. Das wird wirklich ein Spaß, was machen wir erst, denke ich, später. Ich soll jetzt nicht irgendwie ansteuern. So, da wären wir beim Dojo. Und da geht es beim nächsten Mal weiter, Leute. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Der erste Part hier von dem DLC. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Grußfeld heißt es. Ich wünsche euch was. Stay awesome, eure Cecile. Macht's gut.
Let's go.